Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei Moviecheck und zu einer hoffentlich schaurig schön und recht undurchsichtigen Filmkritik eines Filmes, der es meiner Ansicht nach auch in sich hat. Diener der Dunkelheit. Und dieser Film besticht auf jeden Fall schon mal durch ein Dreigespann eines recht gut gewählten Castes, der hier wirklich bis an seine Grenzen geht. Wir haben einerseits Valentine Bell, wir haben Dustin Hoffman und Tony Servillo. Und dieses Dreigespann interagiert auf eine so absurd gute Art und Weise, dass ich in diesem Film einfach mich selber drohte zu verlieren, weil er mir so gut gefallen hat und ich mich in diesen Film hineingestürzt habe, wie ein Süchtiger auf seine Droge. So ungefähr wirkte dieser Film auf mich. Nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid und jetzt erahnen könnt, was euch in dieser Filmkritik erwartet. Inhaltlich geht es nämlich in Diener der Dunkelheit um Samantha, die von Valentine Bell verkörpert wird, die einst vor 15 Jahren als Kind, als Jugendliche entführt wurde und nunmehr plötzlich wieder auftaucht und im Krankenhaus aufwacht. Dort wird sie von Dr. Green, der von Dustin Hoffman verkörpert wird, in Empfang genommen und befragt, um letzten Endes die noch zu Beginn des Filmes und auch im weiteren Verlauf des Filmes ummantelte, umhüllte Identität des einstigen Entführers offenzulegen. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch Bruno Genco, verkörpert von Tony Servillo, der einst von den Eltern Samanthas gebeten wurde, die Tochter wiederzufinden. Damals sagt er aber, nee, mache ich nicht. Und nun, 15 Jahre später, sieht er in seiner Stammkneipe die News-Sender, die eben von der Rückkehr Samanthas berichten. Und er sieht sich ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, auch dann seine eigentlichen Recherchen, die er vor 15 Jahren nicht beginnen wollte, nunmehr zu beginnen und sich auf die Spur der einst vermissten, aber jetzt wieder aufgetauchten Samantha zu begeben. Somit haben wir drei Handlungsstränge, die in diesem Wirrwarr, in diesem Labyrinth nur mehr versuchen, zueinander zu finden und uns dann letzten Endes eine gewisse Form von Offenbarung und zu, ja, mitunter auch Erlösung zu bringen. Und genau dieses Stichwort Labyrinth ist es nämlich, denn Samantha, das wird zu Beginn des Filmes direkt erwähnt, war 15 Jahre in einem perversen Labyrinth gefangen, wo sie scheußliche Dinge machen und ertragen musste, um überhaupt überleben zu können. Und dieses Labyrinth ist meiner Ansicht nach sehr, 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 sehr gut inszeniert worden, vor allem auch, weil es mitunter nie wirklich klar ist, ist das jetzt eine psychische Halluzination der projizierten Vergangenheit des Kindes Samantha oder hat das tatsächlich so stattgefunden? Und dieses ewige Hin und Her und vor und zurück, das ist etwas, was diesem Film eine enorme Dynamik zuteil werden lässt und mitunter auch den Zuschauer ja auch anfeuert und antreibt mitzuraten, wie denn jetzt dieser Film funktioniert. Denn eines ist klar, auch hier dieser Film, dieser Thriller funktioniert nach trotzdem klassischen Standards. Alle Charaktere, die wir über den Film hinweg kennenlernen können, theoretisch, das ist an sich die Standardformel für einen Thriller, der eigentliche Täter sein. Und natürlich hat auch der Zuschauer zu Beginn des Filmes den einen oder anderen Verdacht, wer es sein könnte. Und hier ist es halt richtig, richtig schön, dass der Film sehr intelligent falsche Fährten legt und richtig, richtig nice Twists noch mit einbaut. Insgesamt habe ich mir natürlich auch, nachdem ich den Film gesehen habe, Reviews von Kollegen durchgelesen, angehört und auch angeschaut, um zu sehen, wie denn meine persönliche Einschätzung zu diesem Film mit denen der anderen sich mitunter vielleicht in eine Form von Deckung bringen lässt. Und ich muss sagen, das hat eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, so auch auf der Seite filmrezension.de, aber auch bei anderen Reviewern, die ich inzwischen selber folge und schätzen gelernt habe, dass hier immer auch mitunter der Vergleich zu dem Film Donnie Darko gewählt wurde, der ja auch mitunter eine gewisse Metaebene noch in sich beherbergte, um eben auch diese psychische Komponente des verwirrten Jungen oder des vernachlässigten Jungen, des Außenseiters auch schön herauszuarbeiten. Wir haben jetzt hier nicht unbedingt die Außenseiterin, wir haben hier ein entführtes Mädchen, das jetzt wiedergekehrt ist und nach 15 Jahren Trauma versucht, irgendwie das zu verarbeiten, und auch das
wird hier meiner Ansicht nach auf einer gewissen Metaebene auch verkörpert. Und das ist eben genau das, was ich eben meinte. Man weiß nicht, ist es jetzt gerade die Metaebene oder sind das tatsächlich faktisch Erinnerungen, in die wir, der Zuschauer, mit hineingesogen werden und die wir ertragen müssen. Gleichzeitig spielt der Film aber auch mit unserem Verstand und führt uns auch hier auf, ja, falsche Fährten, wenn es um diese Metaebene geht, sodass wir am Ende gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Und dann kommt der Klimax, die Auflösung des Ganzen und unser Konstrukt, was wir mitunter vielleicht auch während des Sehens des Filmes aufgebaut haben, fällt wie ein Kartenhaus zusammen, weil mit dieser Kombination, auch wenn man es hätte ahnen können, ahnt man nicht, beziehungsweise rechnet man nicht, meiner Ansicht nach. So ging es mir. Ich kenne mich mit Thriller eigentlich ganz gut aus, erwarte eigentlich dann auch manchmal schon das Gewöhnliche, rechne aber auch immer mit dem Ungewöhnlichen und dem, was ich nicht erwarte. Aber selbst hier ist es so gewesen, dass ich das Ende so nicht habe erahnen oder vorahnen können. Dementsprechend ein Film, meiner Ansicht nach, als Thriller-Liebhaber, der sich auf jeden Fall von Anfang bis Ende in jeder Art und Weise für mich persönlich gelohnt hat und vielleicht ja auch für euch lohnen wird, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Vom Cast muss ich sagen, insgesamt eine richtig, richtig geniale Performance. Dustin Hoffman endlich mal wieder in Aktion sehen, war richtig, richtig cool und er weiß einfach, wie man Atmosphäre generiert durch einerseits die Gestik und gleichzeitig aber auch durch die Stimme. Und das hat natürlich dann natürlich nur einen Effekt, wenn man den Film im O-Ton sieht. Ich habe jetzt den Film in der deutschen Synchro gesehen und muss sagen, auch die deutsche Synchro hat mir richtig, richtig gut gefallen und die ging unter die Haut. Alles in allem ein Film, der meiner Ansicht nach 2020 in jedem Heimkino auf jeden Fall gesehen werden sollte, wenn man denn Thriller liebt und Filme mag, die mitunter nicht so den klassischen Thrill einfach nur haben, sondern mitunter vielleicht auch noch so in Richtung PTBS und Psychothriller gehen, die dann auch eine entsprechende Subtextebene bzw. eine gewisse Metaebene mitbringen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen hineindenken kann, wenn man denn möchte. Filme fordern einem eigentlich nie so viel wirklich ab, es gibt Ausnahmen, aber dieser Film ist eher so in der Twilight Zone anzusehen, dass man eben hier auch vielleicht, wenn man ein bisschen sich mit diesem Film auseinandersetzt, hier wirklich einen gewissen Mehrwert auch für sich trotzdem noch mitnehmen kann. Und das finde ich halt richtig, richtig cool, dass dieser Film mitunter es einem anbietet, einem auch vielleicht mehr abzuverlangen und dadurch mit etwas mehr aus diesem Film auch hinauszugehen. Fand ich richtig, richtig cool und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Insgesamt ein guter Soundtrack, der die Stimmung einfängt, grandiose Schauspieler, gute Synchronisation, die Effekte und auch mitunter diese klassischen Schockmomente, ich will jetzt nicht sagen Jumpscares, denn Jumpscares haben wir hier eigentlich nicht, aber diese klassischen Schockelemente, die man auch aus anderen Filmen kennt, sind hier richtig, richtig gut inszeniert worden. Licht und Schatten finde ich auch richtig, richtig gut hier dargeboten. Das hat auch für den ein oder anderen Gruselmoment gesorgt, wobei ich nicht sagen möchte, dass das ein Horror-Suspense-Thriller ist. Das ist ja definitiv nicht. Insgesamt also ein Film, der mir richtig gut gefallen hat und euch ja dann vielleicht auch. Ich komme zur Wertung. In der Genrewertung vergebe ich an Diener der Dunkelheit, dem Sequel zu dem Film Der Schneemann, auch wenn Charaktere aus Der Schneemann nicht wieder zurückkehren, Der Nebelmann, nicht Der Schneemann, sorry, das Sequel zu dem Film Der Nebelmann, vergebe ich jetzt in der Genrewertung 4,5 von 5 möglichen Punkten und in der Filmwertung ebenfalls 4,5 von 5 möglichen Punkten, also insgesamt von meiner Warte aus betrachtet 9 von 10 möglichen Punkten. Ein Muss für jeden Freund des richtig, richtig schön schaurigen Thrillers mit Psychokomponente. Habt ihr den Film gesehen? Seht ihr vielleicht das eine oder andere anders als ich? Dann ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Ich bin gespannt von euch zu hören, was ihr von Diener der Dunkelheit gehalten habt. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu dem Film Der Nebelmann in die Kommentare. Dazu gibt es leider hier auf meinem Kanal noch keine Kritik, weil ich bis dato nicht dazu gekommen bin, sie aufzuzeichnen. Da unten gerne abonnieren. Social Media Kanäle laufen hier die ganze Zeit wie gewohnt durch. Das war's von mir. Ich bin raus. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.